Also irgendwann sind die Seen hoffentlich fertig und dann steigt der Pegel nicht mehr. So meine Hoffnung. Mein Bett ist jetzt hier hinten. Wir schlafen also quasi hinterm Kernreaktor. Man könnte sagen, ich wache morgens dann schon mit einem Strahlen im Gesicht auf. Hallo und willkommen zurück zu The Planet Crafter. Mit etwas Subnautica-Flair. Also wir kriegen heute auf jeden Fall nasse Füße, wie es aussieht. Wir leben nämlich inzwischen mitten in einem riesigen See. Das erste Windrad ist abgesoffen, genauso unser Solarpanel da unten. Die Kapsel steht auch weitestgehend unter Wasser. Wir können mal runterschauen. Ich glaube, bei uns in der Basis steht jetzt auch schon das Wasser. Also hier, ich weiß nicht, vielleicht steht es noch nicht drin. Hä? Da dampft es noch schön raus. Also, es ist schwer zu sagen. Sobald ich einen Schritt hier raus mache, bin ich irgendwie so halb unter Wasser. Also ich glaube, der Wasserpegel ist genau da, wo unsere Basis anfängt. Auf Bodenlevel praktisch. Und wir müssen wahrscheinlich jetzt dann langsam mal was tun. Wir sind jetzt gerade bei flüssigem Wasser in der Terraforming-Stufe. Die nächste ist dann Seen. Das heißt, wir sind jetzt bei 50% Seen. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass der Wasserpegel nochmal genauso weit steigt, wie er jetzt schon steht. Das könnte sein, ne? Das würde irgendwo Sinn machen vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob man das hier einfach 1:1 in den Wasserpegel umrechnen kann. Aber ich hoffe mal, dass es nicht allzu weit steigt. Also, wenn es nochmal so weit hoch geht. Ich meine, wir haben jetzt schon irgendwie 3-4 Meter Wasser. 5 Meter Wasser stellenweise. Also, dann ist ja die Basis hier komplett abgesoffen. Ich habe jetzt auch nichts mehr abgebaut. Wir können jetzt auch nachträglich machen, denke ich. Also, ich könnte hier jetzt das Windrad rausnehmen. Das macht nichts, wenn es unter Wasser ist. Also, wir können dann später immer noch abbauen. Nur ist das halt unpraktisch, ne? Unter Wasser. Ich weiß nicht, eigentlich ist es egal. Wir haben sowieso einen Sauerstofftank dabei. Wir könnten auch die Basis unter Wasser stehen lassen. Aber ich glaube, dann fällt der Strom hier aus und wir können die Geräte nicht mehr verwenden. Das Windrad läuft hier auch nicht mehr. Also, das steht still. Die drüben drehen sich noch. Also wahrscheinlich müssen wir sowieso hier umziehen dann, ne? Selbst wenn wir es unter Wasser mögen. Was ich ja nicht so wirklich tue in dem Spiel. Das ist ein bisschen komisch unter Wasser. Okay, ja. Was uns also übrig bleibt, ist eigentlich nur umziehen. Deswegen habe ich jetzt schon mal angefangen. Ich habe die Sachen gepackt, die wir so dringend brauchen. Ich habe jetzt vor allem mal Eisen und Titan am Anfang dabei. Und dann werden wir mal zur neuen Location umziehen heute. Zumindest irgendwie teilweise. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, der Umzug. Könnte ich mir vorstellen. Wir fangen einfach mal so gemütlich an. Die Raketenstartbasis ist auch am Absaufen, also hier ist glaube ich nicht mehr viel zu holen. Wir fliegen mal los und euch wird es wahrscheinlich wundern, wo ich jetzt angefangen habe zu bauen. So ganz schlüssig bin ich mir auch immer noch nicht, ob das die coolste Location ist. Es gibt glaube ich schon so ein paar Locations, die echt schön wären, ein paar, die echt praktisch wären. Wir haben jetzt irgendwie, weiß nicht, so eine Mischung aus schön und praktisch genommen. Ich denke, die schönste Location wäre, also meiner Meinung nach, echt bei diesen Sandfällen. Da, wo der Sand irgendwie diese Dünen darunter rieselt. Das ist aber ja am Rande der Map, also komplett abgelegen. Egal, wo wir hinwollen, wir müssen dann immer richtig weit reisen. Hier gibt es übrigens so einen Geheimdurchgang. Ich weiß nicht, ob ich euch den schon gezeigt habe. Der geht rüber in das andere Tal. Da waren wir noch kaum unterwegs. Auch deswegen habe ich eigentlich die Location hier jetzt dann mal ausgewählt. Einmal, weil sie relativ schön ist. Zum anderen, weil es hier ganz viel zu erkunden gibt. Da unten liegt zum Beispiel noch so eine Kiste rum. Da waren wir auch noch nicht. Und das sieht irgendwie cool aus mit diesem Warp-Portal. Das gefällt mir. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal hier los. Und bauen uns hier ein neues Zuhause auf. Auch weil es da so kleine Seen gibt und ich finde das Wasser auch ziemlich schön. Ich hoffe, dass das nicht komplett über die Ufer tritt und hier alles unter Wasser steht, so wie bei uns in der letzten Base. Ich habe hier schon mal so ein bisschen was hingestellt. Ich weiß nicht, ob wir das so lassen. Mal gucken. Ich bin noch am Überlegen, wie wir bauen. Aber die Location gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir sind ja noch im Early Access. Das heißt, hier wird sich noch viel tun. Da hinten raus ist überall offene, freie Fläche, die noch nicht bearbeitet wurde, wo es also nichts zu holen gibt für uns. Aber vielleicht ändert sich das ja noch, ne? Und vielleicht können wir dann mit dem nächsten Update hier weiterspielen und da hinten die neuen Gegenden erforschen, sobald die dazukommen. Das wäre ziemlich cool.
Das ist mal so eine Idee. Andererseits gibt es da in dieser Richtung ganz viel zu erforschen, wo wir noch nicht waren. Da müssen wir überall noch hin. Das ist also dann auch in G-Reichweite. Und ja, dieses Warp-Portal ist cool. Die Seen sind cool. Deswegen habe ich mich jetzt mal für die Location entschieden. Jetzt muss ich natürlich alles umziehen. Das wird ein Riesenaufwand. Das wird auch ein ganzes Weilchen dauern. Ich habe hier mal dieses große Wohnmodul hingestellt. Testweise. Und das sieht so aus. Das ist also einfach nur ein Riesenraum, ohne irgendwelche tragenden Wände oder Säulen oder sowas. Hier in der Mitte. Das ist echt cool. Und den werden wir dann auf jeden Fall mitverwenden für unsere neue Basis. Ich bin mir noch nicht sicher, ob einen oder vier oder wie viele auch immer. Da kann man ja reingucken. Das ist ja komisch. Okay, also da gibt es noch so einen Grafikbug hier. Da kann man tatsächlich in den Raum reingucken, durch das Loch. Okay, also das müsste man vielleicht noch dicht machen. Aber gut, das kommt dann bestimmt noch. Ah, hier auch, oder? Nee, das ist nur bei dem großen Raum so. Bei den Verbindungen hier ist es nicht so. Das ist zu. Na gut. Ich fange jetzt, glaube ich, einfach mal an, hier so ein bisschen zu bauen. Wir haben ja jetzt ein bisschen was von den Standardressourcen am Start und können hier so gemütlich loslegen. Ich denke, die Höhe sollte dann ungefähr passen. Wir haben ja gerade gesehen, wir sind bei 50% irgendwie Seetiefe, Levelhöhe. Das sind hier vielleicht 2,5 Meter, 3 Meter Tiefe. Wenn wir nochmal genauso viel draufrechnen, dann wäre der Wasserpegel vielleicht hier. Das heißt, wir hätten hier große Seen, aber die Basis würde bei weitem nicht unter Wasser stehen. Deswegen denke ich jetzt mal, dass das Level hier reichen würde, oder? Also wir müssen nicht höher bauen. So meine Hoffnung. Ansonsten müssen wir dann die dritte Basis anfangen zu bauen. Ich weiß halt noch nicht, wie weit der Wasserpegel steigt. Aber irgendwann müssen wir ja anfangen. Wir können ja nicht noch ewig warten. Wer weiß, vielleicht steigt der Wasserpegel auch ewig und irgendwann steht hier alles unter Wasser. Da können wir dann auch nichts machen. Mal gucken. Okay. Wir haben auf jeden Fall super viele coole Bauteile und ich habe super viele coole Ideen, was wir da machen könnten. Wir brauchen auch wieder so ein Biodom. Wir brauchen auch diese Wohnabteilecken, die sind total cool. Und dann brauchen wir viele Fenster und so, dass das alles so richtig schön wird. Und für die großen Module brauchen wir Superlegierung. Also da muss ich dann auch jede Menge ran schaffen. Und ich glaube, wir bauen ein bisschen größer und ich bin mir noch nicht sicher, ob länglich oder quadratisch. Also das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Da werde ich noch so ein bisschen rumprobieren. Wir können mal hier drüben gucken, was ich da alles im Lager habe. Wir müssen, glaube ich, noch Superlegierung holen. Hier habe ich jetzt bisher nur die ganzen Standardressourcen. Öffnen Schrank. Hier haben wir noch ein paar Superlegierungen. Okay. Die können wir mal mitnehmen. Da können wir dann nämlich gleich wieder Superlegierung. Was zu trinken haben wir hier auch. Da können wir gleich wieder so einen großen Raum bauen. Da haben wir auch noch ein bisschen Superlegierung, ein bisschen Uran, so gemischt von allem etwas. Was zu essen haben wir da auch. Können wir uns direkt mal so eins reinpfeifen. Okay. Und dann können wir auch direkt wieder so einen großen Raum dazu bauen. So. Und mal gucken, wie das dann aussieht, wie die verbinden. Aber wir könnten die auch so versetzt hinstellen. Ich weiß nicht, ob das... Eben ging's. Ah ja, so geht es. Könnte man auch. Ich mache das aber, glaube ich, normal. So. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Die sind nicht günstig, die Dinger, aber die sind halt auch echt cool, ne? Weil man keine Unterbrechungssäulen in der Mitte hat, so wie hier. Die sind schon echt schön groß. Okay. Ja, also da werden wir ein paar verbinden. Das muss sein. Gut. Und da muss ich mir überlegen, wo wir die Biokuppel hinbauen. Für die Biokuppel brauchen wir so Lirma-Samen, ne? Ich weiß nicht, ob wir die am Start haben. Sonst muss ich die auch mal holen. Und dann haben wir noch dieses Biolabor, was wir unterbringen müssen. Also in meinem Kopf formen sich gerade Pläne. Lirma-Samen haben wir zum Beispiel. Dann brauchen wir noch Kobalt, Aluminium und Superlegierung. So viel Superlegierung haben wir nicht am Start. Da müssen wir dann noch Nachschub holen. So viel ist mal klar. Das Bausystem weist natürlich auch wieder so ein bisschen seine Tücken auf. Also hier können wir zum Beispiel die Treppe nicht gescheit anbauen. Die macht da so komische Sachen. Und zwar steht die dann so, total schief. Und das Teil hier steht über. Also das geht mal gar nicht. Also wir brauchen so ein kleines Extra,
so einen extra Raum, um da die Treppe zu snappen, weil das irgendwie an den großen Vierfachräumen nicht funktioniert. Also die sind allgemein noch so ein bisschen komisch, diese Räume. Was auch blöd ist, haben wir glaube ich schon festgestellt, diese Türen kann man nicht wieder rausnehmen, sondern man muss das ganze Ding rausnehmen. Die Türen an sich lassen sich nicht mehr entfernen. Das waren jetzt zu viele Ressourcen auf einmal. Und dann gibt es ja noch dieses Biolabor. Ne? Das ist auch schon wieder riesengroß. Und ich bin am Überlegen, wie wir das alles hier kombinieren können. Und das hat ja auch Fenster in bestimmte Richtungen. Da weiß ich aber auch überhaupt nicht, wo da jetzt die Fenster rausgehen und wo nicht. Das sieht man ja so auch nicht. Das müssen wir dann auch ausprobieren, wo das Terminal ist und so. Also, oh, wir haben keine Energie mehr. Da gibt es noch ziemlich viel zum Testen. Kommen wir hier rauf? Jawohl. Dann können wir das mal alles einsammeln. So, ein bisschen Superlegierung lag da noch rum. Das ist, weiß ich nicht, komme ich nicht hin? Wir müssen unter der Basis mal die Sachen einsammeln. Da komme ich nämlich später nicht mehr drunter. So, das ist Inventar eh schon wieder voll. Ja, und so bin ich jetzt ein bisschen am Testen. Ich habe halt viele Ideen. Jetzt müssen wir gucken, wie sich das alles umsetzen lässt. Die großen Wohnmodule werden wir auf jeden Fall verwenden. Die sind mega cool. Können wir auch wieder da hinstellen. Das snappt auch wieder. Die nehme ich nochmal raus drunter. Die können wir dann nochmal neu platzieren. So. Und jetzt schauen wir mal, wie der Raum da oben platziert hat. Ach, dann brauchen wir wieder eine Tür, ne? Da müssen wir mal so ein extra Modul irgendwo hinsetzen mit einer kurzen kleinen Tür dran. Aber... Mal kurz da hinsetzen. Einfach nur zum Reingucken. Also das wird auf jeden Fall ziemlich interessant mit dem Bauen. Okay, das Terminal ist jetzt hier auf der... Ja, wo ist das überhaupt? Auf der anderen Seite, ach so. Hier ist jetzt das Terminal. Das Terminal sollte eigentlich dann nach vorne zeigen, ne? Wenn das richtig stehen soll. Das wäre so das, was Sinn macht. Das ist auch so komisch hier mit diesem Lichtwechsel. Das ist allgemein so, ne? Wenn man neue Gebiete betritt, dann wechselt einfach das Licht von 0 auf 100. Komplett anders. Auch wenn man irgendwie den Schatten betritt, dann ist es plötzlich stockfinster. Okay. Das müssen wir also nochmal drehen. Da muss ich noch so ein bisschen rumtesten. Aber hier können wir jetzt die Leiter dran setzen und die sitzt dann auch gescheit. So. So wie sich das gehört. Über dieser komischen anderen Stufe und mittig. Wunderschön. Yeah, Baby. Was sagt ihr? Das ist doch mal ein ziemlich cooles neues Zuhause. Noch lange nicht fertig. Ich bin gerade dabei, hier noch die Stelzen zu bauen, sozusagen. Da fehlt noch einiges. Auch ansonsten fehlt noch ein bisschen was. Zum Beispiel Power. Ich habe jetzt mal alles zusammengesucht, dass wir den Kernreaktor Tier 2 testen können. Dafür brauchen wir Schwarzpulver. Sehr vertrauenserweckend. Außerdem 3 Uranbrennstäbe, Superlegierung und einen Haufen Wasser. Und der muss draußen stehen. Genauso wie die Tier 1 auch. Okay. Der ist einfach deutlich größer, ne? Ich habe gedacht, wir stellen den mal hier mit rein. Vielleicht passt der da ganz gut. So. Und jetzt haben wir wieder Strom. Der gibt scheinbar recht viel. 331,5 Kilowatt. Super gut. Der sollte uns jetzt erstmal ganz gut mit Strom versorgen. Sehr schön. Ich werde alles noch so ein bisschen ausbauen. Ich habe schon Windräder wieder hingestellt. So ein paar von den Tier 1er Solarpanels. Das hat alles cool aussieht. Dass wir uns hier wieder zu Hause fühlen. Aber ich finde, es wächst langsam. Es wird. Die Grasstreuer habe ich schon umgesiedelt. Die stehen jetzt hier. Einer steht hier drüben. Der ist noch frisch. Ich habe auch schon wieder so einen Bohrer hier stehen. Wir brauchen nämlich Unmengen an Eisen und so. Überhaupt Ressourcen. Das nehmen wir mal alles mit. Und dann können wir vielleicht auch direkt nochmal so ein paar von den Algendingern testen, oder? Was brauchen wir denn für die? Haben wir da alles da? Genau, es gibt ja diese Algengeneratoren. Für den hätten wir alles da. Für den hätten wir wahrscheinlich auch alles da, ne? Das ist der Tier 2er. Wir machen mal so ein Tier 1er und ein Tier 2er, ne? So von allem so ein bisschen was. Biokunststoff, Dünger und Auberginen. Schauen wir mal, ob wir da alles da haben. Also wir haben auf jeden Fall irgendwo Dünger und Kunststoff haben wir auch irgendwo.
Das ist alles noch so ein bisschen durcheinander. Ich bin gerade am Sortieren. Ich habe ja mal so einen Schaukasten hingestellt. Die sehen total cool aus. Da habe ich mal so ein paar Seeds reingetan. Das werde ich dann so ein bisschen mischen. Da sieht es noch langweilig aus. Aber ich bin hier gerade direkt am Umzug noch. Wir haben jetzt die erste Heizung drin stehen, dass es schön warm ist. Naja, so eine Tier 2 oder 3 Heizung. Oh, ich brauche irgendwas. Wasser. Das ist eine Tier 3 Heizung, genau. Die Tier 2 ist die eckige, Tier 1 ist dieser runde, kleine. Die stellen wir jetzt, glaube ich, nicht noch wieder mit auf. Die brauchen einfach viel Platz und bringen wenig. Und das hier ist dann der neue Crafting-Bereich. Den habe ich halt schon ausgebaut, aber ist alles noch nicht final einsortiert und so. Hier habe ich auch noch Schränke stehen. Das ist halt, es regnet. Super cool. Wir sind bei 32 Mega Terraforming Index. Und das ist halt echt schön hier, oder? Also mit den Seen, ich glaube, das könnte richtig, richtig schön werden, wenn der Wasserpegel nicht zu weit steigt. Sonst brauchen wir irgendwann keinen Rasen mehr, sondern können uns da überall mit Algen zufrieden geben. Ich habe mal so ein Sofa mit hier reingestellt. Ein Bett habe ich noch nicht wieder. Da müssen wir uns drum kümmern. Das ist übrigens die Leiter, die geht nach oben. Können wir auch gleich mal gucken. Wir machen mal so eine kleine Base-Tour hier, ne? Seen sind wir jetzt bei 63%. Und das hier sind die ganzen Bildschirme, die wir brauchen. Wir haben jetzt fast 300 Kilowattstunden verfügbar. Die Karte zeigt uns jetzt hier den Kartenausschnitt. Also das hier, was so grau ist da oben, das ist alles, glaube ich, noch Gebiet, was noch nicht fertig ist. Obwohl, hier ist diese Schlucht, ne? Die müssen wir noch untersuchen. Die müsste schon ganz interessant sein. Das hier ist, glaube ich, alles totes Land. Und hier unten gibt es noch ganz viel zu entdecken. Da ist zum Beispiel so ein Wrack, was wir schon gesehen haben, ne? Und hier sind wir immer, hier geht es zur Basis. Da unten ist unsere letzte Base. Und das hier ist dieses Alu-Biom. Genau. Ach so, hier ist die Schlucht, ne? Das ist die Schlucht. Und das da oben ist alles totes Land. So ist es. Und das ist die neue Basis. Super cool. Also man muss halt einfach mehrere von diesen Kartenbildschirmen aufstellen. Dann hat man überall immer den Kartenausschnitt. Na gut. Hier vorne haben wir so eine Hammer-High-Konstruktion wieder. Zum Rausgucken. Das sieht, finde ich, auch ganz cool aus. Von innen und von außen. Hier hinter der Wand steht unten unser Kernreaktor, den wir gerade hingestellt haben. Ne? Den hört man an. Der macht riesen Krach. Jetzt gucken wir mal nach oben. Oben habe ich diese Biokuppel hingestellt. Da habe ich auch schon die Nahrungsmittelgeneratoren hier hingestellt. Wie auch immer die heißen. Nahrungszüchter. Bohnen und Bohnen. Dann haben wir auf jeden Fall genug zu essen. Und hier drüben ist der Durchgang zu unserem Biolabor. Hier können wir dann Schwarzpulver herstellen und Dünger und sowas. Sobald wir Algen haben. Jetzt müssen wir noch dieses Bioplastikzeug auftreiben. Ich dachte, ich hätte das hier irgendwo. Ich habe doch da was mitgenommen. Das ist Iridium. Das muss ich erst wieder auftreiben. Die Bohnen kommen in den Mampfschrank. So. Das Problem ist, in der Basis, da können wir mal rüber gucken, in unserer alten Basis, können wir aktuell nicht an die Kisten ran, weil die unter Wasser sind. Das ist halt immer das Problem mit dem Wasser. Also, das Wasser macht zwar erstmal nicht so viel kaputt, aber zum Beispiel kleine Kisten, die so halb unter Wasser sind, da kommt man nicht ran. Und Tische und alles, was ich so platziert habe, da komme ich erst ran, wenn der Wasserpegel gestiegen oder gesunken ist. Das heißt, wir müssen schon alles mitnehmen, was wir brauchen. Weil wenn der Wasserpegel irgendwann nicht mehr weiter steigt und dann irgendwelche Sachen so direkt unter der Wassergrenze stehen oder auf der Wassergrenze, dann kommen wir da nicht mehr ran und die sind dann für alle Zeiten verloren quasi. Das heißt, es macht schon Sinn, die Sachen mitzunehmen, die wir brauchen, bevor da jetzt alles überschwemmt. Ist halt das Problem, dass ich so gut wie nichts tragen kann. Ich kann irgendwie 2, 3 Sachen abbauen und dann ist das Inventar wieder voll. Deswegen muss ich hier super viel hin und her düsen. Dann sind wir gleich schon wieder in unserem kleinen See. Und dann werdet ihr sehen, dass die Basis schon ziemlich gut untergegangen ist. Also die beiden Windräder hier sind, glaube ich, schon außer Betrieb. Die sind schon abgesoffen. Und die Kapsel, die ist auch nicht mehr zu sehen. Die ist irgendwo hier unten drunter, unter den Algen, ne? Und hier ist der Eingang. Genau, und das Wasser steht jetzt bis zur ersten Etage quasi.
Das heißt, hier unten kommen wir jetzt endlich wieder überall ran und können zum Beispiel die Kisten mitnehmen, das Wasser mitnehmen und so. Ich werde das hier drin dann wahrscheinlich alles abbauen, denke ich mal. Dass wir damit noch irgendwas anfangen können. Und hier oben haben wir jetzt noch kein Wasser. Das heißt, hier sollten wir eigentlich anfangen, bevor das Wasser hier hochsteigt. Und hier alles mitnehmen. Aber hier steht eh nicht viel auf der Etage. Da haben wir, glaube ich, noch nicht viel gebaut. Genau, da sind die beiden Kernreaktoren, die kleinen. Gut. Dann werde ich nochmal so ein paar Sachen hier einsacken, dass wir alles haben, was wir so brauchen. Hier gibt es auch Biokunststoff, den haben wir ja gebraucht, um das Dünger, um diese Algendinger zu bauen. Muss alles mitnehmen. Können wir alles mitnehmen, ne? So. Ich muss sowieso alles transferieren, also früher oder später. Dann können wir direkt mal loslegen eigentlich. Der hat keine Energie, der läuft halt nicht mehr. Die Superlegierung nehmen wir mal alle mit. Und das können wir auch alles gut gebrauchen, ne? Eieiei. Also ich werde noch ein paar Mal hin und her müssen, wie es aussieht. So, wieder ein ganzes Weilchen später. Ich habe nochmal ein bisschen umgebaut. Wir haben jetzt ein bisschen Licht am Eingang. Ich habe den Eingang jetzt nach unten verlegt, weil es einfach viel cooler aussieht. Und irgendwie ist es auch allgemein cooler vom Platzmanagement her. Ich habe da noch so eine Vegetube hingestellt. Also ich werde auch so ein paar Low-Tier-Items wieder hinstellen, einfach weil es cool aussieht. Und weil es sich dann so ein bisschen heimeliger hier anfühlt bei uns, ne? Jetzt haben wir hier so einen Eingangsbereich mit einem Fenster, so einem schönen Garderobenschrank. Und dann kommen wir hier hoch und haben jetzt hier statt dem Eingang noch so ein schönes Fenster. Ich finde, das sieht super cool aus. Wir müssen halt noch so ein bisschen begrünen, dass das auch schön ist, ne? Da drüben vor allem. Und dann könnte mir das eigentlich ganz gut gefallen. Hier kommen wir dann wieder in den Crafting-Bereich. Da habe ich auch noch so eine Vegetube Tier 2 reingestellt. Da kommt dann später noch eine bessere Pflanze rein. Ne? Da habe ich im Moment noch die Tuska drin. Wir müssen halt die ganzen Sachen noch holen. Das sind halt noch, keine Ahnung, ein paar Dutzend Fuhren. Aber so langsam komme ich hier... Ja, haben wir die wichtigsten Ressourcen da. Und so langsam können wir hier auch so ein bisschen was machen. Aber das zieht sich echt mit dem Umzug. Das ist super viel Arbeit. Hier, was da in die Ecke kommt, weiß ich noch gar nicht. Das ist ja unsere Bildschirmecke hier. Die gefällt mir ganz gut. Wir sind jetzt bei 36 Mega Terra Forming Index. Und die Seen sind bei 70%. Also irgendwann sind die Seen hoffentlich fertig und dann steigt der Pegel nicht mehr. So meine Hoffnung. Mein Bett ist jetzt hier hinten. Wir schlafen also quasi hinterm Kernreaktor. Und man könnte sagen, ich wache morgens dann schon mit einem Strahlen im Gesicht auf. Aber das ist so eine halbwegs ruhige Ecke. Wir können es auch dahin stellen eigentlich, ne? Ich denke, das passt so ganz gut. Hier haben wir ja unser Sofa zum Rausgucken. Das ist dann die richtig schöne Aussicht hier über unseren kleinen Privatsee und so. Und jetzt können wir eigentlich mal anfangen, den zu bealgen sozusagen. Ich meine, das ist ein schöner See, aber ein See ohne eine Seerose ist natürlich auch nicht schön. Das heißt, wir werden jetzt mal so ein paar Algen da drauf bauen, ne? Zum Beispiel diese Algengenerator 1, den werden wir mal draufsetzen. Den setzen wir mal hier drüben hin, oder? Den 1er. Bam. Und für den Tier 2er sollten wir auch alles haben. Das ist der Algengenerator Tier 2. Und der erzeugt halt deutlich mehr Biomasse. Also, keine Ahnung, das 40-fache oder was. Also viel mehr. Und der sieht aber genauso aus, glaube ich, ne? Ist nur ein bisschen größer sozusagen. Schauen wir mal dahin. Dann gucken wir mal, wie das wird. Und dann haben wir auch noch hier die neuen, Saatgutstreuer, das war ja diese Grasdinger und dann gibt es noch diese Saatgutstreuer. Die kosten halt jetzt auch Dünger. Die sind nicht günstig. Und die müssen wir auch mal testen. Dass es schön grün wird, machen wir das hier im Eingang, oder? So. Der Wasserpegel wird halt steigen, ne? Stellen wir mal hier. So. Möglicherweise müssen wir die Sachen dann nochmal umplatzieren, aber ist überhaupt kein Ding hier. Das geht ja super easy. Bisschen Kobalt. Magnesium. Silizium. Da unten im See sind auch noch Ressourcen. Ich habe noch relativ wenig Ressourcen gesammelt eigentlich. Ich habe das immer aus der Base geholt. Ich weiß nicht, was da wirklich schneller geht. Ich glaube, das ist ungefähr ähnlich schnell. Wenn wir das Zeug alles hier einsammeln, dann geht das genauso schnell, als würde ich das von zu Hause aus der Basis holen. Einfach, weil der Weg so super weit ist. Aber wir brauchen halt auch vor allem ganz viel Eisen. Und da ist es schon gut, wenn wir da so ein bisschen was zu Hause rumliegen haben. Da muss ich nämlich nicht hier suchen. Sondern wir holen das alles auf einen Schub. Und so eine Riesenladung Eisen bringt uns dann beim Basisbau direkt mal ein ganzes Stück weiter. So.
Da unten ist die Schlucht, da freue ich mich schon mega drauf, die zu untersuchen. Haben wir noch nicht gemacht. Also wir müssen uns auf jeden Fall in der Gegend umschauen. Da drüben ist übrigens unser Keller. Den kennt ihr ja schon. Da waren wir schon drin unterwegs. Den haben wir schon leergeräumt sozusagen. Da gibt es, glaube ich, nichts mehr zu holen. Hier ist dieser Kellereingang. Also das ist praktisch der Rest hier unterm Sand von dem Warp Gate. Das sieht so episch aus und mir gefällt es total gut. Wir hätten auch auf dieser Insel bauen können, ne? Nur ich denke mal, die Insel wird nicht lange eine Insel bleiben. Die wird wahrscheinlich auch bald untergehen. So wie das meiste hier. Nur unsere Basis hoffentlich nicht. Wir sind halt bei 70%. Also ich glaube, der Wasserpegel wird schon bis an die Treppe wieder rankommen, ne? Mit ein bisschen Pech. So, müssen wir mal schauen. Oh, das sieht schon viel cooler aus. Wird schon grün alles, ne? Super nice. Hier oben habe ich jetzt auch mal so ein paar PV-Panels noch mit hingestellt und so einen kleineren Kernreaktor. Also, Kernreaktoren haben wir auch genug. Sauerstoff haben wir nicht mehr genug. Noch mal kurz reingehen. Hier stehen jetzt so ein paar Schränke drin. Also es wird halt alles langsam voll, ne? Ich ziehe halt jetzt ein, da ist unser Seed-Schrank. Da wachsen die ganzen Gemüsesorten. Da geht richtig gut was voran. Ja, und dann mal gucken, was wir nächste Folge dann noch erreichen können. Wir müssen jetzt langsam also erstmal muss ich die ganzen neuen Tier 2er und Tier 3er Sachen, die wir da freigeschaltet haben, noch so ein bisschen ausbauen. Also noch einen Algengenerator vielleicht, ne? Aber wir haben, glaube ich, nicht so viel Dünger. Aber da hinten muss auch unbedingt noch einer hin. Das mit dem Teil hier, der soll ja, glaube ich, so Blumen auch aussehen, ne? Ach so. Ich glaube, der braucht Blumen, damit er die aussehen kann. Kann das sein? Nehmen wir mal so ein paar Lama-Samen mit und schauen, ob sich da was ändert. Also der bringt ja momentan 7,2 Biomasse. Jetzt bringt er auch noch Sauerstoff. Okay, dann kommt das noch dazu. Die Biomasse ändert sich nicht, aber es gibt dann noch Sauerstoff. Und wahrscheinlich werden hier dann auch irgendwie Blumen wachsen? Die Dinger? Blühen die dann auch? Ich bin gespannt. Also ich denke, wenn wir da gute Samen reintun, dann bringt das Ding auch viel mehr Sauerstoff, oder? 161 Sauerstoff? 52. Also das ist gar nicht so viel. Aber das sind auch total gammelige Seeds, ne? Wir haben welche, die bringen 6-mal so viel oder so. Mal gucken. Mal gucken, ob die auch blühen. Jetzt haben wir sie richtig schön grün am Eingang. Gefällt mir. Da drüben brauchen wir dann noch grün, dass die Aussicht schön wird, wie gesagt. Ein paar mehr Algen. Und die Algentube, müssen wir die dann auch irgendwie mit Seeds versorgen? Gucken. Nee. Da müssen wir nichts machen. Aber wir müssen was trinken. Das Seewasser darf ich nicht trinken. Alles klar. Also, die neue Base hat natürlich schon ein bisschen mehr als die alte. Die sieht schon ziemlich nice aus, finde ich. Aber die muss trotzdem noch so ein bisschen ausgebaut werden. Die ist noch lange nicht fertig. Und die Location gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Müsst ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Lasst mich mal wissen, wo ihr gebaut habt oder welche Location euch am besten gefallen hat bisher. Ich finde die eigentlich schon ziemlich schön so. Mit ein paar Windrädern. Das macht schon was her, oder? Bisschen grüner muss es noch werden. Aber dann fühle ich mich auf jeden Fall richtig gut zu Hause hier. Und vielleicht rentiert sich ja auch, dass wir hier drüben gebaut haben und irgendwann wird dieses ganze Gebiet da hinten auch noch erschlossen und dann gibt es da auch noch Sachen zu erforschen und zu entdecken. Dann wird das auch von der Location her ganz, dann wäre das ganz günstig hier. Nicht nur schön, sondern auch günstig. Das abgelegene Tal mit den Sandfällen wäre natürlich absolut, mindestens Platz 2 bei der Base-Location-Wahl, meiner Meinung nach. Da wäre ich auch super gern gewesen. Aber wie gesagt, das wäre mir dann einfach zu unpraktisch gewesen. Nein, 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 nein. Wir brauchen Wasser. Zu spät. Da haben wir noch Wasser. So. Ja, so mal wieder verdurstet. Ich muss immer Wasser mitnehmen. Wenn ich anfange, was zu erzählen, dann merke ich das nicht, ob da irgendwelche kleinen Meldungen kommen oder auch nicht. Kennen wir ja jetzt schon. Das ist, glaube ich, schon das dritte Mal oder so, dass ich verdurstet bin. Während ich was erzählt habe. Ach ja, da fällt mir auch noch was ein. Wir haben schon wieder was freigeschaltet. Und zwar schon wieder so ein Base-Modul. Wir können jetzt einen Biodom Tier 2 bauen, wenn wir die Ressourcen haben, was wir jetzt aktuell noch nicht haben. Uns fehlt der Dünger und die Bakterienproben. Aber sobald wir die haben, könnten wir einen neuen Biodom bauen.
Der erzeugt Baumrinden. Keine Ahnung, was man damit macht. Aber da wächst scheinbar wirklich ein Baum drin. Das heißt, es wird richtig, richtig cool, richtig schön. Aber das heißt auch, dass die Base hier eigentlich noch nicht abgeschlossen ist, sondern dass da immer noch neue Sachen dazukommen und wir dann möglicherweise doch nochmal irgendwie umdisponieren müssen. Ich dachte, wir wären jetzt langsam so weit, dass wir zumindest ungefähr wüssten, was es an Bauteilen gibt. Ich habe auch extra nochmal nachgeguckt, aber der Biodom, der war nicht in dem Ding mit drin, oder ich habe ihn übersehen, ich habe keine Ahnung. Es gibt ja extra den Bildschirm, wo man nachgucken kann. Na? Hier bei den Bausachen kann man... Ah, hier ist er mit drin, ne? Den habe ich einfach übersehen. Da kann man nachgucken, was noch freigeschaltet wird. Und da sind jetzt hoffentlich keine Base-Bauteile mehr drin. Baumsamenverteiler. Voll gut. Saatgutrakete. Jawohl. Pflanzen wir Gras auf dem Mond. Oder was? Ach, Streurakete. Jetzt verteilt das vielleicht auf der... Ah, auf der... Global. Okay. DNA-Manipulator. Okay. Wasserfilter. Aber das sind alles keine Base-Module. Kernfusion. Es gibt noch ziemlich viel, was wir freischalten können. Aber ich glaube, dieser Biodom war dann das Letzte, was hier basetechnisch dazukommt. Hoffe ich. Ansonsten müssen wir nochmal ein bisschen umbauen. Mal schauen. Für heute lassen wir es gut sein. Das war, glaube ich, die längste Episode aller Zeiten. Ich habe jetzt echt lange hier gebaut. Allein das Hin- und Herschleppen der Ressourcen hat ewigst lange gedauert. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich bin ganz zufrieden, was hier dabei rausgekommen ist. Ich hoffe, euch gefällt die neue Basis. Wenn ja, lasst ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge The Planet Crafter. Macht's gut und bis dann.